Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rise of the Tomb Raider. Ja, wir sind hier an der Nordwestgrenze Syriens und wir müssen das verlorene Grab finden. So, wo müssen wir da hin? Anscheinend darauf. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen und spannende Unterhaltung. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefällt. Moment. Ja, und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst einfach ein Abo da. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. So, erstmal gehen wir da rauf. Oh mein Gott. Wow. Gut gelöst von Lara. Ja. Ist ein ziemlich anstrengender Teil. So. Da geht's wohl hier rein. Darf das wirklich sein? Faszinierend. Und gleich mal. Ein Leuchtkörper zum Erleuchten der Höhle. Ist da überhaupt irgendwas Besonderes? Schauen wir mal. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen. Aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Das verlorene Grab. Erkunden Sie die Wandgemäldekammer. Okay, machen wir natürlich. Ah. Wow, halt, stopp. Okay, kann ich übersetzen. Alles klar, dann müssen wir darüber schauen. Er führte seine Anhänger durch die Wüste zur Oase. Damit haben wir ein bisschen Griechisch gelernt. Ja, und damit kommen wir mal mit der Steinspitzhacke hier durch. Komm schon. Sehr gut gemacht. Okay. Wow. Aber bevor wir weitergehen, gehen wir nochmal zurück und erkunden das etwas genauer. So, da ist das hier. Noch keine Spur von ihm. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Grab öffnen. Komm schon. Das nicht, aber das da oben. So. Immer die falsche Tastatur. So was wie Wunderheilung. Herznotizen erwähnen das auch. Wieder einen Teil vom Griechisch gelernt. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Monolithe, übersetzen Sie den Monolith. Aber natürlich. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Windsverstecke entdeckt. Da drücken wir mal da drauf. So. Ja, fortfahren wäre natürlich logisch. Dokumente. Keine Relikte, gewöhnlich Stoff. Monolith. Was?
Betreten Sie das Grab des Propheten. Okay, das haben wir gemacht. Wo geht's jetzt weiter? Irgendwas vibriert hier. Okay, da oben ist nichts. Sind wir da richtig? Ja, da sind wir richtig. Das heißt, sie muss da rauf. Ui. Einsatzziel Wegweiser, das heißt, wir müssen da rüber. Uiuiuiui. Darüber, darüber. Gut geschafft, Mädchen. Und darauf. Oh, was war das für ein Hubschrauber? Ich muss da rein. Ach, ich hoffe, ich kann das Gleichgewicht hier halten. Das ist gefährlich. Wow, Mädchen. Das war ziemlich knapp. Das haben wir gut geschafft, ui. Glücklich, glücklich. Ah, da darfst du mir nicht runterfallen. So. Rüber da, genau. So, wohin jetzt? Ah, okay, wir müssen da lang. Up. Wieder gut geschafft. Und dann heißt's wohl da rein. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. So. Ein Durchgang. Das haben wir natürlich geschafft. Das schaut gefährlich aus. Oh, lauter Spinnweben, das mögen Frauen natürlich nicht. Spinnennetze. Gittigit. Gittigit. Ja, das ekelt dich sicher an. Verdammt. Komm schon. Ui. Das ist ja noch schreckhafter. Hat der was Besonderes? Oh, lauter Spinnen hier. Das hat cool ausgeschaut, das Skorpion geht einfach in das Skelett. Au, gut gemacht. Ein Mönch sitzt da einfach. So. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Da hinten ist was. Wilde Gabe. Schau mal, was gibt's denn noch in dem Grab hier? Wir überlaufen das einfach über den Haufen. Der Prophet ermordet durch den Trinity-Orden. Griechisch weitergelernt. Sehr gut. Gibt's da noch was? Nein. Sonst ist da, glaube ich, gar nichts. Und damit geht's hier weiter. Wow, was war denn das? Ach du Scheiße. Verdammt, das war echt knapp. Ich wollte zur Seite. Warte mal. Geh noch einmal zurück. Ich glaube, ich habe da was gesehen, aber bin mir nicht sicher. War da was? War da was? Nein, da war gar nichts. War schon der richtige Weg hier. Und damit geht es hier entlang, aber aufpassen, sei auf der Hut. Was hat sie da sie gesehen? Sprengen sich den Weg frei. Nix. Sieht alles sehr interessant aus. Das war natürlich geschmacksvoll.
Was muss sie denn jetzt machen? Ah. So. Damit wir da wieder raufkommen, oder? Kann das sein? Wo geht's denn weiter? Hä? Ah. Na, untertauchen nicht. Ich glaub. Geht's da irgendwo rauf? Irgendwo geht's da rauf? Ja, da geht's rauf. Wie muss ich da hochkommen? So, wie kommen wir da jetzt rüber? So, kommen wir rüber. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, richtig geraten. Viele Erfahrungspunkte wieder gesammelt. Ach, das ist sehr gefährlich hier. Aufpassen. Scheiße. Komm schon. Das war sehr knapp. Schneller, schneller, schneller. Und schwimmen. Schwimmen, schwimmen. Schwimm, 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 schwimm. Schneller, das schaffst du schon. Ach, Glück gehabt. Da hat sie besonders viel Glück gehabt. Da muss sie erstmal richtig durchatmen und eiskalt stöhnen. Wow. Sie hat einfach so ihre Haare getrocknet. Eiskalt natürlich. Das schaut auch extrem geil aus. So. Oh, sie macht gleich mal einen Köpfler. So, wie kann man da jetzt am besten rüber? Schneller schwimmen. Schauen wir mal. Ich muss irgendwie weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen. Ja, den Wasserstand erhöhen. Zack. Schneller, komm schon. Gut gemacht. Das Schleusentor hält das Wasser zurück. Wenn ich es anheben könnte. So. Schauen wir mal weiter. Du musst dann nach oben, wahrscheinlich auf das Brett. Da fällt gleich mal ein Totenkopf runter. Auch. What the hell? Ah, wir haben das Ganze mal wieder erhöht. Natürlich auch nicht schlecht. Hä? Und jetzt? Steigt der Pegel noch immer? Aha, alles klar. So. Dann hab. Junge Dame, ich möchte nach oben. Was ist da Schönes? Okay, gleich mal übersprungen. Auch nicht schlecht. Aber da hinten liegt was Besonderes. Was liegt denn da Schönes? Ah, ja. Der Bischof, Nachricht aus Rom. Dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen. So. Müssen wir da überhaupt drauf? Da müssen wir rauf.
Wie kommt man denn darüber? Gar nicht, oder wie? Oh. Das wollte ich nicht, so. Bleibst du bitte wieder oben? Hä? Gehen wir in die falsche Richtung? Nein. Ist auch was Tolles drinnen. Ah, scheiße. Ich bin hier einfach in die Falle getappt. Das war natürlich nicht sehr empfehlenswert. Rüberspringen. Oh, was für ein Glück. Glück im Unglück. So. Da liegt auch wieder so ein Teil. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Okay. So, was liegt da noch Besonderes? Irgendetwas? Springen wir da rüber. War das falsch? Ach du Scheiße. So, jetzt können wir wieder von vorne anfangen, oder was? Wo müssen wir denn dahin? Ah, alles klar. Das heißt, wir müssen darauf. Ah, das geht sich nicht aus. Shit happens. Ah, müssen wir noch einmal versuchen. Schaut ein bisschen schwieriger aus als gedacht. Das Wasser steigt dadurch. Okay. So, wie können wir das jetzt noch einmal lösen? Rauf müssen wir hier. Ich sollte sie durchbrechen können. Hm. Oh, das war ja natürlich klar. Damit steigt der Pegel auch wieder weiter an. Hui, was ist da? Zwei Münzen. Das hat irgendwas mit diesem Brett zu tun. Also verstehen tue ich das Ganze nicht. Oh, ich schon, jetzt verstehe ich's. Wieder falsch. So, ab. Na, bleib, komm. Ruck. Jetzt sind wir oben. Ab. Wenn ich auf diesen Balken komme. Ah, sie will auf diesen Balken. Ja, klar. War das jetzt richtig? Wow. Das war eiskalt richtig. Und sie säuft hier halb ab. So. Das geht schneller auch, komm schon. Lara, das muss schneller gehen. Stark gemacht. Gefunden. Das Grab des Propheten.
Sprengsätze legen. Jetzt wird's gefährlich. Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Rahmenwand. Zack. Zack. Oh, scheiße. Das war bitter. So, noch einmal. Zack. Sehr gut geschafft. Was ist das? Croft Anwesen, Surrey, England. Selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara,
Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Suchen. Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir den Cut. Wir sind hier ziemlich hart gestürzt. Und ich hoffe, ihr hattet... Hui, bisschen verwirrt ist sie auch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spannung mitgebracht. Hattet viel Spaß dabei zuzuschauen. Ich sag jedenfalls danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde, wenn ein weiterer Part von Rise of the Tomb Raider mit Lara Croft wieder erscheint. Ciao, ciao!